war jetzt unser erster Warnstreik sozusagen als Auftakt oder als Vorgeschmack für den Arbeitgeber. Was wollt ihr? 8,5! Wann? Yes. Unser Gitter treibt uns vor allem das Thema der Arbeitszeitverkürzung um, also unser Kampf um die 32-Stunden-Woche. Wir stehen hier zu Beginn der großen Transformation der Stahlindustrie. Dort werden an den neuen Anlagen weniger Arbeitsplätze gebraucht. Daher ist die Arbeitszeitverkürzung ein wichtiges Mittel. Damit diese Transformation erfolgreich verläuft, erfolgreich für die Unternehmen, erfolgreich auch für Deutschland, ist es wichtig, dass wir mit einbezogen werden. Wir haben Verantwortung übernommen. Das haben wir ja beim Brückenstrompreis. Das haben wir im Juni bewiesen, als es um die Förderung der DRI-Anlage geht. Und jetzt sind die Arbeitgeber mal dran, auch es wertzuschätzen. Wir fordern 8,5% auf die Tabelle. Das ist mit Augenmaß, wenn man bedenkt, was uns in der Vergangenheit durch Inflation und Energiekosten genommen wurde. Ich glaube, die Kollegen wollen für ihr Geld auch kämpfen und die wissen auch, wie es in Zukunft weitergehen soll. Deshalb ist jetzt der Zeitpunkt da, Druck zu machen und für unsere Forderungen einzustehen. Liebe Arbeitgeber, zieht euch warm an, es wird ein harter Winter. Wir wollen mehr und das werden wir durchsetzen, das sind wir bei IG Metall gewohnt, auch im Stahl, dass wir uns nichts geschenkt bekommen. Wir gehen auf die Straße, wir werden uns unser Stück vom Kuchen holen. Mit allen Kollegen zusammen, wir kämpfen, wir werden weiterkämpfen. Dementsprechend stehen wir heute zusammen mit der kompletten Frühschicht. Die Hallen sind leer, da ist keiner mehr drin. Und ich bin wirklich stolz auf diese Mannschaft, weil die haben heute wieder eindrucksvoll gezeigt, was wir auf die Kette kriegen. Wir erwarten jetzt Bewegung vom Arbeitgeber. Wir wollen 8,5% für die Kolleginnen und Kollegen. Ich kann nur an den Arbeitgeber appellieren, das wirklich ernst zu nehmen. Wenn Sie den 24-Stunden-Streik verhindern wollen, dann muss jetzt was ordentlich kommen. Der Arbeitgeber braucht uns, Thema Transformation. Und jetzt müssen Sie was auf den Tisch legen.